Moin moin und heidi ho ihr Lieben, hier ist wieder eure Mathilde mit Edna und Harvey. Wir versuchen immer noch unser Vehikel in Gang zu setzen und ich dachte mir, weil Hoti und Moti, oder ich glaube Hoti ist das, der sagt ja, wir kommen erst mit, wenn du einen Plan hast, dass wir einfach nochmal zu dem Meister nach oben gehen, zum Schlüsselmeister, das war immerhin der den Plan hat. So, dann machen wir hier nochmal das Auto ein bisschen weiter kaputt. Das macht ja so viel Spaß. Oh oh. Wer war das? Du-du-du. Habe ich mich so gefreut, dass wir nicht mehr den Wäschelift benutzen müssen, weil das immer so nervig ist und jetzt muss ich immer da diesen Wächter ablenken. Oh, nicht viel besser. Naja. So, gehen wir mal zum Schlüsselmeister. Vielleicht kann der ja das Auto reparieren oder so. Wir müssen ja irgendjemanden haben, der uns das Auto repariert. Ich habe schon mal ein Rad für unser Fluchtfahrzeug. Sehr schön. Jetzt fehlen ja nur noch drei weitere, ein Motor und die Fahrgastzelle. Ich habe hier einen Schraubenschlüssel. Aber ich gebe ihn dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter damit den Schädel zertrümmern. Deine Vorstellungskraft zeugt entweder von kluger Vorsicht oder aber von paranoiden Wahnvorstellungen. Was glaubt ihr? Ist es kluge Vorsicht oder paranoide Wahnvorstellung? Ich habe hier ein Startkabel. Aber ich gebe es dir lieber nicht. Du könntest einen Wächter damit erdrosseln. Ja, die Gefahr ist natürlich groß. Behalte das Kabel, lieber Mäuschen. Okay. Sagt er zur Harke? Ich habe hier eine Harke. Aber ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter damit das Gesicht zerkratzen. Offensichtlich ein naheliegendes Szenario, vor dem du sowohl mich als auch den Wächter unbedingt bewahren solltest. Sagt er zur Gabel? Ich habe hier eine Gabel, aber ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest damit die Luftröhre eines Wächters perforieren. Hör auf. Du bringst mich ja noch auf Ideen. Okay, eine Sache versuchen wir noch. Ich möchte wissen, was er zur Zickzackschere sagt. Ich habe hier eine Zickzackschere, aber ich glaube, ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter die Bauchdecke aufschneiden. Du siehst zu viele Filme. Das glaube ich auch. Okay. Egal. Aber was sagt denn hier Captain Unbrauchbar? In diesem Bild trägt Captain Unbrauchbar eine undurchsichtige Spiegelsonnenbrille. Okay. Gut. Jetzt habe ich ganz vergessen, normal mit dem zu reden. Ha, ha, ha. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Ah, perfekt. Dann hoffen wir mal, dass wir uns auch wirklich dort treffen. Weil sonst weiß ich echt nicht, was ich noch machen soll. Da wir wieder runter wollen, müssen wir erstmal wieder ein Kaugummi aufs Auto spucken. Ist das anstrengend? Nein, du sollst nicht den Kaugummiautomaten anschauen, sondern benutzen. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah! Alt und ungenießbar. Was ist das? Eine Alarmsirene? Ich
Ich hoffe mal, der Schlüsselmeister ist jetzt auch wirklich da unten. Hier sehe ich ihn schon mal nicht. Ah, da ist er. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Ah. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Okay, Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Wo soll ich denn einen Wagenheber herkriegen? Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Ja gut, der Experte ist ganz klar der Alumann. Hast du das gesehen, Harvey? Ich habe einfach den Schraubenschlüssel benutzt. So konnte ich den Ersatzreifen problemlos von der Limousine lösen. Ich bin intellektuell unterfordert. Willst du zurück zur Gruppentherapie? Yippie! Okay, aber vielleicht reicht uns das ja jetzt hier als Plan für Roti und Moti. Vielleicht wissen die ja, wo wir einen Wagenheber herkriegen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Oh, Nase juckt. Die gute alte Psst, Roti, Moti, hier unten. Könnt ihr zufällig Reifen wechseln? Klar. Zu zweit sollte das kein Problem sein. Sehr gut. Wieso fragst du? Hast du einen Plan? Er formt sich gerade. Ich komme auf euch zurück. Okay, das ist schon mal gut. Hey! Psst! Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Sehr schön. Ich verkriech mich dann mal wieder. So, das war jetzt ein wirklich fieses Rätsel. Weil wir müssen den Leuten das Essen so zuteilen, dass hier eine Essensschlacht entsteht. Okay, also da ist gerade nicht zu viel passiert. Wollen wir mal gucken. Gucken wir mal, wer hat denn hier was? Was eignet sich denn schön? Getreideklöße könnte eventuell rumge... Tauschen wir das doch einfach mal. Ja, probieren wir es mal so. Gucken wir mal, wie sie jetzt sind. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist ein bisschen das könnte klappen. Ausprobiererei. Der Koch, guck. Oh. Das ist nicht gut, wie der Nock da jetzt auf einmal mit den Füßen zappelt. Okay, das heißt, da kommen wir überhaupt nicht hin. Das ist schon mal nicht gut. Wir kommen überhaupt nicht an den Fuß ran. Also, Nock kriegt keine... Was hatte der jetzt? Mokka-Pudding. Das nicht. Kriegt Peter mal den Mokka-Pudding und Professor Nock den Brei. Warte mal. Ich habe den Eindruck, das sind irgendwie andere Farben. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat oder einfach nur Zufall ist. Das könnte klappen. Ja, das springen wir mal. Das müssen wir uns ja nicht. So, jetzt kommen wir da auf jeden Fall wieder hin. Gucken wir mal, was der Bienenmann jetzt macht, wenn wir ihm den Fuß pieksen.
Okay. Die sind das also auch nicht. Aber warte mal, der beugt sich so runter. Gehen wir das doch mal aus. Was hat denn hier Roti Muti? Hähnchen. Gehen wir das doch mal den Nock. Was eignet sich noch gut zum Werfen? Mokka-Pudding ist so nach oben geflogen. Hähnchen oder Brei? Nehmen wir mal einen Brei. Das könnte klappen, der Kopf. Okay. Also es muss irgendwas beim Bienenmann sein, weil das ist der einzige, den wir in den Fuß pieksen können. Probieren wir es mal mit den Kartoffeln. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Gut, dann gucken wir doch mal nach denen. Sehr gut. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Ich hätte hier genau das richtige Werkzeug, um die Schrauben festzuziehen. Hättest du uns das nicht vorher sagen können? Jetzt hat Moti schon die Schrauben mit seinen Zähnen festgezurrt. Ups. Na gut, gehen wir mal weiter. Nee, gehen wir mal hier hin. Nein, nicht zum Fotoschläger. Ums Haus, ich will zum Garten. Das hier wäre ein prima Platz für mein... Okay, das dauert noch ein bisschen. Da brauchen wir nämlich den Alumann für. Das ist nämlich unser Fachmann. Oh oh. Juhu, wir haben eine neue Delle gemacht. Ja! Wer war das? Und Alu ist oben. Der ist immerhin unser Fachmann für Elektrik. Reden wir mal mit ihm. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. So. Wie ihr seht, Alumann ist unterwegs. Das ist auch ganz gut. Eine wichtige Sache, das ist jetzt dieser Bildschirm. So, ihr seht nämlich hier diese wunderschönen Wellen und die Fingerabdrücke. Die brauchen wir tatsächlich für diesen Zen-Garten. Deswegen, wenn ihr das selber auch nochmal spielen wollt, ist es ganz sinnvoll, sich dieses Muster abzumalen. Also in welcher... Höhe und so sind hier die einzelnen Fingerabdrücke.
Ich sehe gerade, als ich das eine Mal abgemalt habe, habe ich einen Fehler gemacht. Der ist nämlich da. So. Es sei denn, wenn ihr euch natürlich das merken könnt, wie die Fingerabdrücke da sind, umso besser. Ich kann's nicht. Ich muss mir sowas immer aufschreiben. So, und da natürlich der Wächter wieder da ist, müssen wir natürlich wieder ein Kaugummi spucken, weil der Wäschelift aus ist. Muss ich ganz viele alte, ungenießbare Kaugummis essen. Toll. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buh. Alt und ungenießbar. Was ist das? Eine Alarmsirene? So, dann gehen wir mal runter. Ach ja. So, ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht mehr reinlaufen. Weil, so schön es auch ist, Dr. Marcells Auto zu zerstören, so nervig ist es doch auf Dauer. Nanu? Ist der Aluma noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, das mir anschaut und dann kurz zu weinen. Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben? Ja. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Ich weiß nicht, das mit der... Nicht! Das mit der positiven Energie erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Orks bei Warhammer 40k, von denen die Fahrzeuge schneller fahren, weil sie rot angemalt sind und die Orks dann glauben, dass es schneller ist. Oder überhaupt die ganzen Waffen der Orks. Die funktionieren ja nur, weil die Orks dran glauben, dass sie funktionieren. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht mein Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Übrigens, bei den Orks ist es sogar tatsächlich so, die können im Weltraum das Fenster aufmachen von ihren Raumschiffen. Weil die dran glauben, dass das geht. Ist das nicht geil? Ich gehe dann schon mal. Bis später. So, dann machen wir hier das mal. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. So. Dann
gucken wir doch mal. Irgendwie da oben. Na, irgendwie hier unten. Schon noch da. Zack. Schon runter. Wo kommt der noch hoch? So. So irgendwie. Gucken wir mal. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wow. Aha. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. So, ach so, ich muss mit dem noch mal reden. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Sehr schön. Vierte Wand durchbrochen mal wieder. Nett. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Ich sag doch, das ist wie bei den Orks. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Okay, das machen wir noch. Das machen wir noch. Oder? Nein. Das Haupttor öffnen wir zu Beginn der nächsten Folge. Ich brauche ja immer einen spannenden Cliffhanger, das wisst ihr ja. Hallo? So, genau. Also. Nächste Runde öffnen wir das Haupttor und fliehen. Also, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, liken etc. bla bla. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!